Hi, ich bin der Marco aus Berlin vom Kiez Café Kraft. Ich habe hier nicht nur zwei Cafés, sondern bin mittlerweile auch schon seit 8 Jahren Barista. Und heute darf ich dir diese Espresso Grind Profession von der Firma Beam vorstellen. Eine tolle, kleine, kompakte Espresso- oder Siebträgermaschine für zu Hause. Ihr habt die Maschine wahrscheinlich genau wie ich direkt ausgepackt und auf euren Küchentresen gestellt und dann erstmal geschaut, was ist an Zubehör dabei. Als erstes ist ein Edelstahltemper dabei mit einem Durchmesser von 58 mm. Den könnte ich sogar bei mir im Café benutzen, weil meine professionelle Kaffeemaschine hat auch einen Durchmesser von 58 mm. Zusätzlich ist auch eine Milchkanne dabei. Und was ich mir noch extra gekauft habe, weil ich denke, dass du es unbedingt brauchst, auch für die richtig gute Espresso-Zubereitung, ist eine Waage. Da gibt es auch ein Produkt von Beam, die hat sogar einen Timer eingebaut, die benutze ich auch gleich. Dann brauchst du immer irgendwie eine Art Abklopfbehälter, wo du dein Espresso reinklopfst. Ich habe auch noch eine Kanne, auch von Beam, für meinen Kaffee. Da kann man auch oben einstellen, wann der Kaffee geröstet wurde oder wann du ihn gekauft hast. Der nächste Schritt wäre dann, die Maschine in Betrieb nehmen. Dafür brauchst du natürlich erstmal Wasser. Das füllst du hier hinten ein. Und bitte, bitte, bitte benutze immer gefiltertes Wasser. Das hat zwei Vorteile. Erstens, du musst die Maschine nicht so oft entkalken. Sie hält länger, du musst sie weniger warten. Und zweitens, 98% deines Espressos oder mehr sind Wasser. Und du weißt nie, wie die Qualität deines Wassers zu Hause ist. Vielleicht ist es sehr hart, vielleicht sehr weich. Deswegen am besten benutzt gefiltertes Wasser. Vor der ersten Inbetriebnahme, wenn ihr euer gefiltertes Wasser eingefüllt habt, gibt es unten an der Unterseite von dem Wasserbehälter einen kleinen Pfropfen. Den müsst ihr abziehen, sonst kann die Maschine gar nicht das Wasser erst ziehen. Ein kleiner Hinweis noch zum ersten Einsetzen eures Bohnenbehälters. Hier oben ist ein Schloss drauf. Das wird ausgerichtet mit dem Streifen hier oben. Ihr müsst das bloß aufschieben und dann schlage ich mal vor, dreht ihr das Ganze nach rechts, also im Uhrzeigersinn, und ihr stellt die Mühle für den ersten Gebrauch mal auf 15. Das ist so ein Mittelding zwischen grob und fein. Und dann schauen wir mal, wie die Bohne, die ich gleich benutzen werde, das ist nämlich die Beam-Bohne auch, wie die schmecken wird bei der ersten groben Einstellung. Übrigens, die Mühle und die Maschine ist ja noch neu, deswegen habe ich gerade den Mahlgrad verändert, ohne dass die Mühle an war. Das macht man sonst niemals. Das lernt man im Barista-Kurs in der ersten Stunde am ersten Tag. Warum? Es können nämlich Bohnen verkeilen im Mahlwerk und das kann einfach die Mühle beschädigen. Deswegen bitte merke dir, den Mahlgrad immer nur verändern, wenn die Mühle auch an ist. Lass mich euch jetzt mal die Espresso-Maschine erklären. Also, hier oben habt ihr ein Bedienfeld, das ist der An- und Aus-Knopf. Hier gibt es zwei Symbole oder zwei Knöpfe. Einmal das einfache Espresso-Symbol und einmal das doppelte Espresso-Symbol. Das betätigt die Mühle. Ich mache das mal kurz vor. Genau so. Hinter dem Knopf mit der einfachen Espresso-Bohne hat Beam die Menge für einen einfachen Espresso programmiert. Die Programmierung können wir noch ändern, das kommt aber noch später im Video. Heute mache ich auch, kleiner Hinweis, auf jeden Fall einen doppelten Espresso, denn so machen wir es auch jeden Tag im Café. Das einfache Espresso-Sieb benutze ich heute nicht, das wird aber natürlich auch mitgeliefert. Und das doppelte Espresso-Sieb von Beam fasst 16 Gramm Espresso. Die zwei Espresso-Bohnen, die zweite Taste also, die die Mühle betätigt, würde euch also die Menge an Kaffee für einen doppelten Espresso ausspucken. Die ist natürlich nicht ganz akkurat, kommt auf den Kaffee an, auf das Sieb an, deswegen werde ich das später auch noch programmieren. Hier gibt es auch noch eine kleine Anzeige, die sagt Clean oder Descale. Die würde dir sagen, wenn die Maschine gereinigt werden muss, dann leuchtet da ein kleiner Knopf. Macht er nicht, denn die Maschine ist sauber. In der Mitte, sehr präsent bei der Maschine, finde ich ziemlich cool, gibt es eine Druckanzeige. Die zeigt euch, ob ihr den richtigen Mahlgrad gewählt habt, der dann auch letztendlich den Druck bestimmt, den die Maschine durch euren Espresso-Puck durchschicken kann. Da komme ich aber gleich noch zu. Hier gibt es eine kleine Anzeige, die sagt Steam oder Hot Water. Die besagt eigentlich nur, dass eure Maschine jetzt in Betriebstemperatur ist, ihr also einen heißen Espresso ziehen könnt und auch heißes Wasser, zum Beispiel zum Milchaufschäumen oder heißes Wasser für euren Kaffee Americano. Die nächsten beiden Tasten sind hier einmal eine einfache Espresso-Tasse und eine doppelte Espresso-Tasse. Das heißt letztendlich, die sind programmiert für einen einfachen Espresso und für einen doppelten Espresso. Also programmiert heißt, die Wassermenge, die durch euren Espresso-Puck durchfließt, diese ist programmiert. Die können wir später auch noch ändern und werden wir auch noch, aber für jetzt, für den Anfang, können wir die Tasten erstmal so benutzen. Ganz rechts an der Maschine findet ihr einen Knopf, mit dem ihr die Temperatur des Wassers, das durch den Espresso fließt, bestimmen könnt. Die Werkseinstellungen haben hier 92 Grad eingestellt und ihr könnt, glaube ich, in zwei Grad Schritten hoch oder runter gehen. Da die Maschine auch logisch nach dem Workflow eines Baristas aufgebaut ist, links von trocken, also trockener Espresso, dann zubereiten und dann zu nass, also feucht, Milch aufschäumen, findet ihr rechts an der Maschine den Drehknopf, mit dem ihr entweder Milch aufschäumen könnt oder Wasser aus dieser Düse rauslaufen lassen könnt, um zum Beispiel einen Espresso zu verlängern als Kaffee Americano.
Dazu dreht ihr entweder in die eine Richtung, also im Uhrzeigersinn, um Wasser aus der Lanze rauslaufen zu lassen, und in die andere Richtung, gegen den Uhrzeigersinn, um Wasserdampf zu erzeugen. Wenn ihr euren perfekten Espresso dann zubereitet habt und eure Milch aufschäumen wollt, bitte fasst immer nur die Dampflanze auch wirklich an der Gummidichtung an, denn sonst könnt ihr euch verbrennen und das möchte ich auf gar keinen Fall. Jetzt ist es an der Zeit, euch zu zeigen, wie man den ersten richtig leckeren Espresso macht. Dafür benutze ich die Bohnen hier von Beam. Das ist ein Blend, also eine Mischung aus drei Ländern, Kolumbien, Peru und Indien, und ein 90-10 Blend. Das heißt, 90% der Bohnen sind Arabica-Bohnen und 10% der Bohnen sind Robusta-Bohnen. Lasst uns mal schauen, wie das schmeckt. Wie finde ich nun jetzt das erste richtig leckere Rezept mit einem neuen Espresso? Ich benutze dazu das Konzept des Single Dosings. Der Unterschied zwischen Single Dosing und einfach die Mühle vollladen ist, dass ich nur die Menge an Espressobohnen hier oben reinschmeiße für einen einzelnen doppelten Espresso. Wenn mein Rezept dann also nicht passt, also der Mahlgrad letztendlich nicht passt, kann ich im nächsten Schritt mit einer angeschalteten Mühle den Mahlgrad verändern und wiederum 16, 17 Gramm Bohnen oben reinschmeißen und den nächsten Mahlgrad testen. Das ist besser, als wenn ich den ganzen Bohnenbehälter voll lade und immer relativ viel Kaffee rausmahlen muss, bis die Mahlgradveränderung wirklich auch wirkt in der Tasse. Benutzt also gerne Single Dosing, um das Rezept zu finden. Und wenn ihr dann glücklich seid, könnt ihr auch gerne den Bohnenbehälter vollladen. Jetzt machen wir mal den ersten Espresso. Dafür habe ich mir meine Waage geschnappt, eine Espressotasse oder Kaffeetasse oben drauf und fülle jetzt mal 16, 16,5 Gramm Bohnen oben ein, weil immer eine kleine Menge an Kaffee oder Bohne hier in dem Bohnenbehälter oder in dem Mahlwerk irgendwo stecken bleibt und nicht immer das Ganze, was man oben reinsteckt, kommt auch wirklich unten raus. Deswegen mache ich ein paar wenige Gramm mehr, 16,5 ungefähr. Das passt. Schmeiß das jetzt Single Dosing oben ein. Nehme mir meinen Siebträger, guck, dass der auch wirklich trocken ist und sauber. Pack den auch mal auf meine Waage, tarier die, weil ich wirklich kontrollieren möchte, was an Bohnen rauskommt aus der Mühle. Drücke jetzt die Taste für den Bezug von einem doppelten Espresso. Die ist noch nicht programmiert, das heißt, vielleicht stoppt die auch irgendwann und die hat noch nicht die ganzen Bohnen rausgespuckt oder gemahlen, aber wir schauen uns das mal kurz an. Wie ihr seht, ich bewege auch den Portafilter mal ein bisschen. Dadurch setzen sich schon die Bohnen, die gemahlenen Bohnen, und ich habe später weniger Arbeit. So, zweites Mal gedrückt. Jetzt, das Geräusch sagt mir, der Bohnenbehälter ist leer. Ich stoppe die Mühle, nehme vorsichtig meinen Siebträger raus. Das Kaffeebest hat sich schon ganz gut gesetzt durch dieses Ruckeln zwischendurch. Und schau mal, was rausgekommen ist. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Es sind 16,5 Gramm. Ich möchte aber mit 16 Gramm arbeiten. Deswegen nehme ich wieder ein bisschen was weg. Das sieht gut aus. Und habe jetzt 16 Gramm hier in meinem Sieb drin. Schau nochmal, dass hier der Siebträger außen, hier wo diese kleinen Füße sind, dass die sauber sind, weil das landet letztendlich alles in der Mühle. Habe dann ein Verteilwerkzeug, das verteilt den Kaffee nur und stellt sicher, dass das Wasser gleichmäßig an allen Stellen durchs Espresso-Mahlgut durchläuft. Also wir verhindern Channeling. Was Channeling ist, erkläre ich heute nicht. Wir wollen aber einfach nur, dass der Kaffee sehr, sehr, sehr gleichmäßig verteilt ist. Dadurch erreichen wir eine sehr gleichmäßige Extraktion. Extraktion ist das Herauslösen des Geschmacks aus dem Kaffee. Jetzt schnappe ich mir meinen Temper, halte den im Taschenlampengriff, der geht genau so. Jetzt Ellbogen nach oben und letztendlich, ich arbeite mit dem Druck meines Körpers, setze den Temper gerade auf, Ellbogen zeigt nach oben und jetzt packe ich einfach nur das Gewicht meines Körpers ein bisschen drauf und habe gemerkt, dass der Temper sich nicht mehr bewegt hat. Das heißt, dass ich fest genug gedrückt habe. Denn nach fest kommt nicht fester. Da könnt ihr mal euren Physiklehrer fragen. Man muss also nicht super viel Kraft aufwenden, sondern immer nur so viel Kraft, bis sich euer Temper nicht mehr bewegt. Als nächstes lasse ich einmal meine Dusche benetzen mit heißem Wasser und lasse auch so nochmal quasi den Kreislauf der Maschine in Gang kommen und drücke einfach, das kann ich mir aussuchen, zum Beispiel auf den Knopf für den Bezug eines doppelten Espressos. Da kommt aber jetzt, da ich den Siebträger nicht eingespannt habe, einfach nur ein bisschen heiß Wasser raus. Das reicht schon. Jetzt ist meine Dusche heiß und nass. Hier unten ist es auch nass, das mache ich natürlich sauber, weil sonst ist nachher auch meine schöne Tasse, die ich vielleicht einem Freund, einer Freundin servieren möchte, unten dreckig. Nochmal mein Sieb sauber.
und spanne jetzt meinen Siebträger ein, setze meine Waage unten auf. Die hat sogar einen eingebauten Timer. Tariere diese Waage, drücke auf den Knopf für den doppelten Espresso und starte gleichzeitig den Timer. Jetzt möchte ich beobachten, da ich wie gesagt eine neue Bohne benutze, was passiert. Wie entwickelt sich der Druck? Okay, der Druck geht über diesen roten Espresso-Range drüber und nach 12 Sekunden habe ich noch keinen Tropfen Espresso in der Tasse. Das ist für mich als Barista ein schlechtes Zeichen, denn die Maschine baut zu viel Druck auf und nach 20 Sekunden habe ich jetzt den ersten Tropfen Espresso in der Tasse, der sehr, sehr, sehr langsam läuft. Ich sage jetzt hier Stopp. Warum sage ich das? Der Espresso war zu fein gemahlen, deswegen ist er zu langsam gelaufen. Das Wasser hatte zu viel Schwierigkeiten, durch diesen Espresso-Druck durchzukommen, hat deswegen zu viel Druck aufgebaut. Das heißt, wir sind nicht in diesem idealen Espresso-Druck-Range gelandet. Und die Zeit hat mir auch gesagt, ey, das läuft hier viel zu langsam. Ich würde jetzt also im nächsten Schritt rangehen, wenn die Mühle eingeschaltet ist, den Mahlgerät in die grobe Richtung verändern und dann probieren, den zweiten Espresso zu machen. Wie ich es schon ein paar Mal erklärt habe, möchte ich jetzt den Mahlgrad verändern, nehme mir deswegen den Abklopfbehälter, packe den mal hier unten drunter, schalte die Mühle ein und stelle die Mühle nun bei eingeschaltetem Mahlwerk auf, ich probiere einfach mal 20 aus, schalte die Mühle wieder aus, habe also, falls da noch irgendwie Kaffeereste drin waren, die hier reingemahlen, dann wird hier auch nichts dreckig, packe den wieder weg und möchte jetzt im zweiten Schritt den zweiten Espresso bei Mahlgrad 20 ziehen. Gleicher Prozess wie vorher. Ich schnappe mir meine Waage, tariere die Tasse auf 0, fülle da jetzt 16,5 Gramm Bohnen ein. Fülle die oben in meinen Bohnenbehälter, schnappe mir meinen Siebträger, mache den sauber und packe den wiederum auf die Waage, tariere die und starte jetzt den Espresso-Bezug aus der Mühle bei dem neuen Mahlgrad. Leichtes Bewegen, Klopfen, dadurch setzt sich der Kaffee schon. Da sind noch Bohnen drin, ich drücke nochmal auf den Knopf. Das Geräusch sagt mir, der Bohnenbehälter ist leer. Ich stoppe, verteile es wieder, bevor ich den Siebträger raushole. Schau mir an, wie viel, 15,9, das ist perfekt. Der eine 0,1 Gramm, der ist nicht so wichtig, das ist immer ein Spiel. Verteile, wie gesagt, wieder ganz leicht mit Klopfen der Hand mein Espresso-Mahlgut in meinem Siebträger. Das Verteilwerkzeug, das komprimiert nicht, das verteilt nur für eine saubere Extraktion. Temper, Taschenlampengriff, Ellbogen nach oben, drücken, es bewegt sich nichts mehr, das heißt, ich bin fertig. Check nochmal, jetzt ist hier so ein Rand von vielleicht 6 mm, das ist genau das, worauf ich abzielen will. Denn wenn hier auch zu viel Kaffee drin ist in diesem Siebträger, würde dieser getemmte Kaffee, bevor ich überhaupt starte mit der Extraktion, schon das Sieb, diese heiße Dusche berühren und würde den Kaffee verbrennen, würde also nicht sehr gut schmecken. Wenn zu wenig Bohnen drin sind für das Sieb, das ich benutze, das 16 Gramm Sieb, zum Beispiel 12 Gramm, dann wäre zu viel Abstand zwischen Espresso und Dusche und das Wasser, das hier mit sehr viel Druck durchspült, würde den Puck zerstören und ihr hättet ein sehr wässriges Ergebnis in der Tasse. Der nächste Schritt wäre jetzt noch einmal kurz meine Dusche zu benetzen, um zu schauen, dass auch wirklich heißes Wasser genau hier vor dem Auslauf ist. Spanne dann meinen Siebträger ein. Pack die Waage wieder unten drunter, die Kaffeetasse genauso, tariere, drücke dann auf den Bezug für einen doppelten Espresso und starte gleichzeitig den Timer. So kann ich beobachten, was passiert, bei welcher Zeit. Ich erwarte den ersten Tropfen bei ungefähr 9 Sekunden, genau das ist passiert. Und beobachte auch den Druck. Der Druck liegt genau im roten Bereich, das heißt, wir haben einen Mahlgrad gefunden, der gut funktioniert und wo das Wasser gut durchfließen kann. Und wir landen 28 Sekunden, 30 Sekunden. Wir haben jetzt einen doppelten Espresso gemacht, der wiegt genau 36 Gramm. Aha, die Crema sieht super aus. Ich habe auch sogenannte kleine Tiger Stripes, also Ölreste quasi, auf der Crema. In einer Zeit von 30 Sekunden und auch anscheinend Werkseinstellungen haben wir schon die doppelte Menge an Espresso als Getränk in die Tasse geliefert. Ich habe 16 Gramm benutzt und hier waren ungefähr
35 Gramm drin, das hat mir die Waage gesagt. Und das ist jetzt ein Espresso, den ich optisch und auch von den Parametern, also Zeit und Druck, auf jeden Fall probieren kann. Zum Probieren schwenke ich immer leicht meinen Espresso, weil die Crema gehört für mich und für viele andere auch zum Espresso. Wow. Und was du haben willst, ist dann ein ausbalancierter Espresso. Eine Balance zwischen sauer, bitter und süßer. Und auch ein gewisses Mundgefühl, das dir sagt, dass es ein Espresso ist und kein Filterkaffee. Und das habe ich jetzt beim zweiten Versuch nach einem Mal Maggard verändern geschafft. Herzlichen Glückwunsch, du hast mitgemacht. So einfach kann eigentlich Espresso machen sein. Falls ihr es nicht direkt nach zwei Versuchen hinkriegt, seid bitte nicht traurig. Das Ganze braucht viel, viel Übung. Ich mache das, wie gesagt, seit 8 Jahren. Habt einfach Spaß dabei und befolgt ein bisschen meine Tipps, wie zum Beispiel auf jeden Fall den Maggard nicht zu verändern, ohne dass die Mühle an ist. Das heutige Tutorial-Video zielt zwar eigentlich darauf ab, wie man den ersten leckeren Espresso mit der Beam macht. Ich möchte aber nicht vorenthalten, wie man auch mit der Beam Milch aufschäumt. Dazu habe ich mir meine Milchkanne geschnappt, in dem Fall jetzt eine Hafermilch, und fülle ungefähr einen Zentimeter unter der Tülle. Was die Tülle ist, zeige ich dir gleich. Das hier ist die Tülle, ein Zentimeter drunter ist ungefähr hier, so viel braucht ihr für einen Cappuccino. Die Hafermilch ein, habe mir einen sauberen Lappen besorgt, puste jetzt einmal kurz die Dampfpflanze aus. Alles klar. Und nehme jetzt meine Milchkanne, schnapp mir die Dampfpflanze an der Gummihalterung. Tauche die Dampfpflanze ungefähr einen Zentimeter bei einem 45 Grad Winkel in die Hafermilch ein, öffne den Dampfbezug und suche jetzt den Punkt, wo die Spitze der Dampfpflanze an der Oberfläche der Milch kratzt. Wir haben ein Zischgeräusch. Dadurch ziehen wir die Milch nach oben, indem wir Luft reinpusten. Das reicht mir jetzt, ich habe genug an Volumen gewonnen. Ich hebe wieder die Kanne an, tauche die Lanze tiefer in die Milch und starte jetzt die Rollphase. Dadurch werden die großen Luftbläschen aufgebrochen und ich erhitze die Milch, stoppe, teste nochmal mit der linken Hand, das ist meine Temperaturhand. Mit der rechten Hand habe ich die Kanne gehalten. Ja, ist okay. Mach die Lanze sauber. Einmal auspusten. Habe jetzt einen schönen Milchschaum und kann damit den Cappuccino gießen. Genauso funktioniert Milch aufschäumen. Der letzte Schritt wäre jetzt noch, euch zu erklären, wie man die Knöpfe programmiert und wie man dann, bevor man die Espresso-Maschine ausschaltet, nochmal reinigt. Da gibt es auch noch ein paar kleine versteckte Tools und dann sind wir für heute fertig mit dem Tutorial. Kommen wir nun zur Programmierung der Maschine. Als erstes möchte ich die Mühle programmieren, also die Menge, die die Mühle ausspuckt, um wirklich einen doppelten Espresso zu machen. Dafür benutze ich den Knopf hier mit 2 Espresso-Bohnen. Wie mache ich das Ganze? Ich schnappe mir wieder meine Waage, packe da eine leere Espresso- oder Kaffeetasse drauf und mache dort genau 16 Gramm Bohnen rein. Diese 16 Gramm Bohnen schütte ich jetzt oben in meinen Bohnenbehälter. Schnapp mir meinen Siebträger und um die Taste für genau diese 16 Gramm Bohnen zu programmieren, hänge ich mal den Siebträger hier ein. Du musst einfach nur den Knopf lange drücken, bis wirklich die ganze Menge an Bohnen rausgekommen sind. Ich zeige dir das. Jetzt geht's los und ich stoppe oder löse den Finger, wenn ich nichts mehr höre, kein Mahlgeräusch mehr höre. Fertig. Das Piepen hat mir signalisiert, dass ich diese Menge jetzt programmiert habe und beim nächsten Mal mahlen würde jetzt diese Menge an Bohnen rauskommen, wenn ich zum Beispiel mit dem Mahlgrad happy bin und den Bohnenbehälter auffülle für die nächste Geburtstagsparty oder wenn du einfach jeden Morgen, ohne vielleicht die Waage rauszuholen, einfach nur ein Espresso machen willst. Kleiner Hinweis noch von mir, ihr könnt natürlich auch die Taste für einen Single Espresso programmieren, aber ich möchte kurz sagen, für einen Single Espresso braucht ihr wahrscheinlich einen anderen Mahlgrad als für den doppelten Espresso. Das heißt, so leicht kann man dann nicht hin und her switchen. Lasst uns jetzt die Menge an Espresso programmieren, die wirklich in eurer Tasse landet. Das könnt ihr über diese beiden Knöpfe hier machen. Entweder die einfache Espresso-Tasse oder die doppelte Espresso-Tasse. Ich benutze in dem Fall die doppelte Espresso-Tasse. Ihr könnt wieder durch langes Drücken der Taste die Menge an Wasser programmieren, die letztendlich in eurer Tasse landen soll. Ich mache jetzt Folgendes. Ich spanne den Siebträger ein, schnapp mir meine Waage, setze die unten drunter mit der Kaffeetasse, tariere die auf 0 und starte jetzt den Bezug und halte den Knopf gedrückt. Jetzt startet die Maschine mit der Programmierung. Ich schaue jetzt einfach nur auf die Menge hier unten, auf die Grammzahl
und stoppe oder lasse diese Taste los, wenn die doppelte Menge, also 16 mal 2, 32 Gramm, in der Tasse gelandet ist und lasse dann den Finger los und habe so die Menge dann programmiert. So, das sind jetzt in dem Fall 32 Gramm geworden. Perfekt. Crema sieht immer noch genauso aus wie vorher. Das heißt, ich habe auch diese Tasse programmiert. Ich habe den Bezug für die Mühle programmiert und könnte jetzt, wenn ich wollte, zum Beispiel auch noch die Temperatur programmieren. Mache ich aber nicht, da sie mir bei 92 Grad, damit der Espresso sehr, sehr gut geschmeckt hat. Kommen wir zum letzten Punkt, dem Thema Reinigung für die Beam Espresso Maschine, den ihr bitte nicht vergessen wollt, denn ihr wollt ja sehr lange was von der Espresso Maschine haben. Es gibt vier Punkte, die ihr bitte immer beachten sollt bei der Reinigung. Erstens diese Abtropfschale, da sammelt sich das Wasser. Bitte nach jedem Benutzen sauber machen, also nicht nach jedem Espresso, sondern nach jedem Tag, wo ihr die Maschine benutzt. Bitte einmal rausziehen und abspülen. Hier unten links versteckt sich dann auch so ein kleines Geheimfach mit ein bisschen Werkzeug für euch. Einmal ein Pinsel, mit dem ihr das Sieb sauber machen könnt und dann noch hier so eine Bürste, mit der ihr letztendlich eure Dampfpflanze sauber machen könnt. Super nützlich, müsst ihr also nicht extra kaufen. Als zweites nehmt ihr bitte euren Siebträger nach jedem Tag der Benutzung raus, löst das Sieb, macht das Sieb ordentlich sauber. Denn zweitens, innen drinnen in eurem Siebträger auch bitte immer ordentlich sauber machen und außen natürlich auch. Ihr könnt das auch mal in ein Wasserbad über Nacht legen, aber vor der Benutzung natürlich das nächste Mal wieder gut ausspülen. Als nächstes geht ihr mit dem Lappen rein und macht eure Dusche sauber. Ihr könnt natürlich auch mit einem Schraubenzieher mal eure Dusche entfernen und auch sauber machen. Das machen wir im Laden jeden Abend. Einmal sauber machen, zweimal sauber machen und natürlich auch bitte immer eure Dampfpflanze. Nach jedem Tag, nach jeder Benutzung sowieso die Dampfpflanze sauber machen und ruhig auch mal zum Beispiel eine Tasse füllen mit Wasser und über Nacht die Dampfpflanze so einweichen lassen. Ich hoffe, mit diesen paar Tipps hält eure Maschine sehr, sehr lang, ist immer sauber, macht euch leckeren Kaffee und ich hoffe auch generell, dass ihr mit diesem Tutorial es schafft, eine neue Bohne sehr, sehr lecker einzustellen, dass ihr heute gelernt habt, wie ihr die Maschine überhaupt erst benutzt. Spaß habt mit dem Thema Kaffee, nicht vergesst, Übung macht den Meister. Merkt euch meine paar Tipps, dass ihr auf jeden Fall die Mühle einstellen sollt, wenn die Mühle auch läuft. Dass je feiner der Espresso geht, der Kaffee langsamer läuft. Je gröber der Espresso eingestellt wird, der Kaffee schneller läuft. Und ihr einfach, wie gesagt, Spaß habt mit dem Thema und ich euch heute helfen konnte, eure Beam Espresso Maschine gut zu benutzen. Das war's von mir und vielleicht sehen wir uns ja mal in Berlin auf dem Kaffee im Kiez Kaffee Kraft. Ciao.